Polenta, Topfenauflauf. Ganz schnell fertig und schmeckt super gut. Polenta Topfenauflauf. Ein echtes Schmankerl. Sehr leicht zu machen, gelingt sicher und eines schmeckt verdammt gut. Gut, zu den Zutaten, was brauchen wir? Wir brauchen einmal Polenta, klassischer Maisgrieß. Bei uns in Österreich sagt man Gugerutzgrieß dazu. Dann der Topfen in Deutschland Quark. Jede Menge davon. Dann brauchen wir Eier, Zucker, wir brauchen Butter, wir brauchen etwas Salz, Vanillezucker, Zitronenabrieb. Das wäre jetzt einmal, ihr könnt dazu jede Menge Früchte verwenden. Ich in meinem Fall verwende Himbeeren. In meinen Videos seht ihr immer wieder, wie ich im Himbeergarten ordentlich pflücke. In dem Fall, ich war wieder draußen, es sind tonnenweise, habe ich das Gefühl, da draußen an Himbeeren. Und da versuche ich halt ganz einfach, diese zu verarbeiten. Gut, ich glaube, wir haben alles, habe ich alles erwähnt. Wir können starten. Als erstes werden wir einmal die Eier trennen. Da bin ich schon beim letzten Ei. Und eines gleich vorweg, dass wir es nicht vergessen. Wir müssen, weil ja das wirklich sehr, sehr schnell geht, den Ofen schon aufdrehen. Das heißt, das müssen wir erwarten. Wir drehen den Ofen auf 190 Grad. Ober- und Unterhitze drehe ich ihn immer auf und das passt, drinnen ist nichts. Ja, und da gehen wir weiter. Wir nehmen das bisschen Salz, diese kleine Prise Salz und wir werden das jetzt einmal aufschlagen. Nach 3-4 Minuten ist es fertig. So schaut das dann aus, sollte nicht mehr rausfallen. Wir gehen gleich weiter zur Eidottermasse. Da kleiner Tipp vorweg, zuerst das Eiklar aufschlagen, dann erst die Eidotter, sonst müsst ihr beim Mixer immer diese Mixerrührer abwaschen. Gut, da geben wir jetzt alles rein an Zucker und an Vanillezucker und den Rest geben wir alles nachher, nach und nach rein. Wenn das so einigermaßen schaumig aufgeschlagen ist, gehen wir her und geben die Butter rein. Da werden wir immer wieder einen Schluckerl dazugeben, nicht alles auf einmal. Und wenn die letzte Butter drin ist, noch einmal alles gut verrühren. Und dann kommt schon der Topfen rein. Und wieder gut verrühren. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, dort die Zitronenschale reinzugeben. Und wenn das alles gut vermischt ist, können wir gleich den Grieß nehmen. Da nehme ich aber lieber einen Schneebesen für den Grieß und den rühre ich da einfach drunter. Den leere ich jetzt einmal rein und den rühre ich mit so einem Schneebesen drunter. So, wenn ich das alles verrührt habe, mache ich mir da ein bisschen Platz und nehme meine Schneemasse. Ich leere jetzt die Eimasse, sprich die Dottermasse, in diese Eiweißmasse rein, vermischt es ganz locker. Da sollte man auch nicht unbedingt mit einem Mixer arbeiten, sonst zerstört man wieder diese Millionen Bläschen da drinnen. Und das würde nicht gut sein für den fertigen Auflauf. Ich glaube, da nehme ich jetzt so einen Waschel und werde alles reingeben. So, und nachdem das drinnen ist, schön locker unterheben. Das Schöne ist jetzt, dieses Eiweiß, dieses aufgeschlagene, hat ja die Funktion, dass es wirklich schön locker fluffig wird, weil sonst wird es ein harter Brocken. Und man merkt, dass es kein Backpulver da drinnen oder kein anderes Triebmittel, es ist rein nur die Luftblasen von unserem Eiklar. So schaut es am Ende aus, man merkt, es ist schön schaumig geworden. Jetzt nehmen wir unsere Schüssel. Ich habe mir da so eine feuerfeste Schüssel hergekriegt. Die habe ich schon mit Butter ausgestreut. Und dann kommt unsere Masse da rein. Und wenn das drinnen ist, werden wir es noch einigermaßen glatt streichen. Und unsere Früchte, in dem Fall, wie gesagt, sind es Himbeeren. Die kommen jetzt da noch drauf. Die werden wir einfach so verstreuen. Ihr könnt es auch ein bisschen reindrücken. Die gehen dann direkt in diesen Auflauf rein. Sie werden sowieso reinrutschen.
Die letzten Himbeeren sind drauf. Wir werden sie jetzt in den Ofen geben. 50 Minuten circa bei 190 Grad. Geben wir es rein, Ober- und Unterhitze. Das müsste reichen. Schauen wir es sich einmal an dann. Und dann sehen wir uns. 50 Minuten war er jetzt drinnen. Er ist fertig. Jetzt schauen wir es sich einmal an. Er ist wunderbar aufgegangen, wie man sieht. Ich glaube, 50 Minuten reicht vollkommen, aber er duftet wunderbar, ganz, ganz, ganz herrlich. Man sieht, er ist schön aufgegangen. Was jetzt natürlich passieren wird, er geht jetzt ein bisschen zusammen. Das ist ganz klar, das passiert beim Auflauf immer. Wir warten 20 Minuten, circa 15, 20 Minuten, dann wird er ein bisschen dichter werden und dann kann man aufschneiden und kosten. Jetzt sind circa 20 Minuten vorbei, man kann ihn schön in die Hand nehmen. Jetzt kommt natürlich unbedingt Zucker da drauf, damit das auch schön ausschaut. Was machen wir jetzt? Jetzt werden wir natürlich kosten. Dafür schneide ich da einfach rein. Ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr weich. Ist wirklich ein sehr dankbares, eine dankbare Mehlspeise. Da sieht man jetzt, wie schön das ausschaut, wie recht fluffig, kann man sagen, zu dem Ganzen. Und was mir ganz gut gefällt, vielleicht sieht man das, wenn ich es näher ranhalte, man sieht da schön diese Polenta da drinnen, diese dunkelgelben Körner. Und jetzt werden wir natürlich kosten. Ich kann schon kaum erwarten, wie der schmeckt. Herrlich. Einfach herrlich. Es zergeht auf der Zunge. Es ist was wirklich ganz, ganz Feines. Diese Polenta gemischt mit diesen Topfen und diese Himbeeren, die haben sich in diesen ganzen Kuchen da drinnen verbreitet. Es schmeckt einfach wunderbar. Probiert das aus, ihr werdet sehen, es gelingt euch sicher. Und einfach Früchte draufgeben, die ihr wollt, was saisonal gerade passt. Es kann man das ganze Jahr machen. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.